Hallo, ich heiße Irina, ich bin Grafikdesignerin. Heute zeige ich euch, wie man so einen Blur-Effekt für Hände machen kann. Ich mache zuerst einen Viereck. Dann kopiere ich das Foto. Ich nehme das Foto von meinem Hautbild, damit die Farben synchronisiert sind und ich habe schon passende, schöne Farbe für mein Layout. Hier invertiere ich das Bild in Smart Object und dann gehe ich in Filter, Gaussian Blur und mache Blur, so das Bild soll verschwommen sein, relativ viel, so circa in dem Fall 140 Pixel, kann auch mehr sein. Und das mit Clipping Pass zu meinem Rechteck. So kriege ich den schönen, einfachen Effekt für Hände, wenn ich nicht will, dass Hände zum Beispiel einfach weiß ist. Danke für Zuschauen, like das Video, wenn es für euch nützlich war. Tschüss!